unserem Scrum-Prozess gibt es einige Meetings. Scrum, wie gesagt, definiert hauptsächlich Meetings und die drei Rollen und was die für Aufgaben haben. Aber ja, ist so. Und dieses Daily Scrum Meeting soll natürlich täglich sein und Achtung, maximal 15 Minuten dauern. Wer ist dafür zuständig, dass es auch nicht länger ist? Der Scrum Master. Denn verantwortlich ist der Scrum Master für dieses Meeting. Er muss nicht dabei sein und kann auch, denn immerhin geht es inhaltlich ums Entwicklerteam. Sorry, wenn das jemand anders sieht, mag sein. Aber wichtig ist, das Meeting muss stattfinden und es muss ein paar Kernfragen beantworten. Und Ziel ist, einen Plan für die nächsten 24 Stunden oder sagen wir für den aktuellen oder nächsten Arbeitstag zu haben. Also, was wollen wir bis zum nächsten Meeting erledigt haben? Erledigt haben ist das Schlüsselwort. Warum brauchen wir das Meeting? Naja, wenn ein Sprint jetzt mehrere Wochen dauert, dann wollen wir nicht am Ende der mehreren Wochen draufkommen, dass eigentlich nichts passiert ist, sondern wir wollen die Fehler möglichst früh, die Probleme möglichst früh erkennen, möglichst früh agieren können, möglichst früh ja, beheben können. Also der Nutzen ist in diesem Fall, wir wollen, sind wir in der Zeit, können wir das Sprintziel erreichen und falls nein, was können wir tun? Und wie geschieht das? Indem wir die entsprechenden Fortschritte besprechen. Wichtig ist, jedes Teammitglied muss zum Sprechen kommen. Verantwortlich der Scrum Master. Der verteilt die Sprechmarker sozusagen. Das Meeting nicht länger als 15 Minuten, also sollte es effizient, kompakt sein und jeder sollte sich schlussendlich auf folgende Kernfragen konzentrieren. Was habe ich seit gestern gemacht? Ja. Habe ich einen Fortschritt gemacht? Was mache ich bis morgen? Was hindert mich bei der Arbeit? Ja, was habe ich gestern gemacht? Was war gestern am Plan? Wie weit bin ich gekommen? Was ist bis morgen erledigt? Und wo sind meine Bauchschmerzen? Wo sehe ich vielleicht Probleme? Wo brauche ich vielleicht Unterstützung? Wer kann mir vielleicht helfen? Was habe ich gestern gemacht, damit es auffällt, wenn jemand über Tage lang keine Fortschritte macht? Was mache ich bis morgen? Was habe ich am Plan? Ich bin selbst organisiert. Also das Team organisiert sich selbst. Ja? Was sind die nächsten logischen Schritte, die ich machen muss, um das Ziel zu erreichen, um meine Aufgaben abzuschließen? Und was hindert mich, sind eher so die, wie gesagt, Bauchschmerzen in der Hoffnung, dass sich hier der Scrum Master oder ein Teammitglied findet, diese zu beseitigen und entsprechend zu helfen. Wenn wir einen Sprint planen, dann ist ja das Wesentliche, also eigentlich das Wesentliche, der Start eines Sprints sozusagen, dann gibt es eine zentrale Frage, was braucht der User am dringendsten? Die Frage beantwortet der Product Owner, was sind die nächsten Schritte schlussendlich? Und es geht um eine genaue Task-Analyse, was sind die genauen User-Stories und eine möglichst genaue Schätzung, damit wir auch wissen oder das Entwicklerteam weiß oder abschätzen kann, was geht sich alles in diesen Sprint, diesen 1 bis 4 Wochen, vielleicht 2 Monate, wirklich aus. Der Scrum Master stellt wieder mal sicher, dass das Meeting stattfindet. Wie alle Meetings, der Scrum Master sicherstellt, dass diese stattfinden. Und es geht darum, dass wir eine Aufgabenplanung für den nächsten Sprint haben. Es gibt im Allgemeinen 2 Teile, 2 Termine. Der Product Owner erläutert die wichtigsten Items. Ja, das Entwicklungsteam muss diese verstehen und abschätzen, also zeitlich abschätzen, wie viel Aufwand wird das ungefähr sein, wie viel werden wir für dieses oder jenes Feature, für diese oder jene User Story an Zeit benötigen. Und es entscheidet dann entsprechend auf Basis der einzelnen Abschätzungen der Aufgaben, die vorhanden sind, der User Stories, wie viel Arbeit wir den Sprint aufnehmen. Können wir Urlaub, sollten wir Urlaub berücksichtigen und solche Sachen. Aber damit sich das halt ausgeht. Im Teil 1 geht es darum, was wird geliefert. Also das Team sagt, das können wir schaffen, das werden wir genau machen und committet sich dazu. Und im Teil 2, wie wird es erreicht. Ja, das Team zerlegt die User Story in einzelne Aufgaben, in Tasks. Häufig sind die User Stories zu groß formuliert, zu allgemein formuliert. Und dann die einzelnen Tasks, User Stories mit den Tasks werden in der Sprint Backlog mit aufgenommen. Das war Planung und ja,
Sie erklären dann noch entsprechend dem Master und dem Product Owner, wie das Ziel erreicht wird. Ja, einmal noch ein Review, damit wir wirklich alle vom Gleichen reden. Warum ist diese Feedback Loop sozusagen nochmal wichtig? Einfach deswegen, um nochmal letzte Unklarheiten auszuräumen, dass der Product Owner auch wirklich sieht, ja, das ist das, sie haben wirklich verstanden, worum es in der User Story ging, weil ja dann diese User Story und dieses Verständnis während des Sprints nicht mehr angetastet werden darf. Ja, es wird der Plan gemacht und innerhalb von Sprint wird an diesem Plan nicht mehr gerüttelt. Deswegen jetzt nochmal das Entwicklerteam erklärt nochmal Scrum Master und Product Owner, worum es hier geht. Einfach nur deswegen, um sicherzustellen, dass das Entwicklerteam das so verstanden hat, wie es der Product Owner gemeint hat. Denn so klar ist das oft ja gar nicht. Ja, ein weiteres Meeting ist das Sprint Review. Product Owner präsentiert schlussendlich die abgeschlossenen User Stories und nimmt die Rückmeldungen mit auf. Sehr unspektakulär. Ja, die Sprint Retrospektive jetzt, bei der geht es darum, was hat gut funktioniert, welche Probleme sind aufgetreten, was hat nicht so gut funktioniert und was machen wir nächstes Mal anders, damit die Probleme gleich nicht auftreten oder was können wir sonst noch machen. In diesem Meeting geht es eigentlich darum, dass wir sagen, okay, so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Was haben wir bisher gemacht? Was können wir besser machen? Wovon sollten wir mehr machen? Wovon weniger? Welche Tools sollten wir einsetzen? Welche vielleicht nicht mehr? Welche Technologien wollen wir uns ansehen und mal schauen, ob wir die Einsetzungen, welche nicht mehr? Welche Tests haben sich bewährt? Wovon wollen wir jetzt mehr machen? Welche Technologien wollen wir mehr einsetzen als vorher? Also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das kann man zum Beispiel so machen. Man nimmt zwei Flipcharts oder irgendwelche Tafeln und macht in diesem Meeting, darf jeder so seine Meinung äußern. Wichtig wieder, der Scrum Master ist dafür zuständig, dass es abgehalten wird. Der Scrum Master ist zuständig dafür, dass es ein offener, wertschätzender Dialog ist zwischen den Mitarbeitern. Ja, und nicht abfällig oder sonst irgendwie. Und jeder Mitarbeiter kann dann mit so Kärtchen irgendwas raufposten. Ja, was ist gut, was ist nicht so gut gelaufen. Und Verbesserungsvorschläge geben. Die können im Team diskutiert werden. Welche Möglichkeiten gibt es? Und dann können die Teammitglieder nochmal in einer Zusatzrunde Points vergeben, also Punkte vergeben, wo wir sagen, okay, ja, wir legen eine Priorität fest. Man kann sich nicht immer gleich um alles kümmern. Und meistens sind das jetzt so organisatorische Themen. Meistens sind das jetzt so Sachen wie, oh mein Gott, immer werden wir aus anderen Tasks, von anderen Projekten unterbrochen oder sonst irgendwie. Und das sind jetzt alles Sachen, was im Endeffekt Hausaufgaben für den Scrum Master werden. Oder auch, wir haben zu wenig Erfahrung und Info in diesem und jenem Bereich. Der Scrum Master wird zuständig sein für dieses Thema, wenn das genug Leute wichtig finden, dass er sagt, okay, dann muss ich vielleicht eine Schulung organisieren oder etwas Ähnliches. Ja, also rausfinden der Top-Elemente in diesem Bereich. Man kann es auch so machen, wird auch gern gemacht, wovon machen wir mehr, weniger, was wollen wir starten, was wollen wir stoppen und bitte nicht mehr machen, wo wollen wir fortfahren. Und auch hier kann man entsprechend dann die Kärtchen reingeben und die Mitarbeiter können dann von mir aus auch noch voten, ob das gut ist oder schlecht. Oder man kann auch sagen, hier kommt dann schlussendlich die Top-Liste raus aus dem ersten Voting. Und für alle sichtbar, wovon wollen wir zum Beispiel mehr machen? Das müssen ja die Mitglieder, das Entwicklerteam, ja wieder mittragen, damit es auch umgesetzt wird. Ja, also wir wollen zum Beispiel mehr Code-Reviews machen. Wir wollen jetzt starten mit einer Continuous Integration, ja, mit einem automatischen Build. Wir wollen stoppen, manuelles CSS zu schreiben, denn wir verwenden zukünftig Technologien wie SAS. Das hat sich nämlich bewährt, SAS, und das wollen wir ja, weiterführen und fortfahren. Wir wollen ja solche Sachen. Also wie können wir uns gesamt im Projekt technologisch, organisatorisch in der Zusammenarbeit verbessern? Auf allen Ebenen wird in diesem Meeting einfach diskutiert, was können wir besser machen und besser machen und besser machen. Und was lassen wir weg? Kann auch sein, dass eine Technologie heute nicht mehr State of the Art ist, dass sie wegfällt.
das in diesem Meeting.